Moin, moin Leute und willkommen zurück zu Marvel Superhero 6 und ja, die Lego-Variante. Ach, guck mal, die habe ich gar nicht gesehen. So, Captain, einmal bitte helfen. Einmal bitte helfen. Wieso? Wieso macht der nichts? Na gut, dann nehmen wir mal das Ding. Oh, der Arme. So, wir müssen hier mal kurz beigehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich die ausmachen soll. So vielleicht? Nö. Ach, so ein Mist hier. Achtung, der stirbt jetzt gleich wieder. Ah. Ja, dann lassen wir die halt ein bisschen weiter ballern. Ist mir auch egal. So richtig stören tun die jetzt auch nicht. So, dann einmal hoch. Dachte ich mir. So, noch einmal hoch. Oh nein, das möchte ich nicht mitnehmen. Wie gesagt, das ist für später mal. Das, was da oben rumschwebt. Damit möchte ich jetzt nichts zu tun haben. So, hier können wir schon mal die beiden Sicherungen. Das sieht aus wie bei so einem Safe. Ja, wie kriegen wir die Scheiße hier aus? Ist ja richtig nervig. So, hier machen wir dann die anderen Dinger auf. Ah ja, und das ist für die Storm. Oh oh. Ja, ich hoffe, sie ist jetzt wieder aufgeladen. So, eben bevor sie drauf geht. Ja gut, stimmt, da war was. So, ach komm, ey, das ist doch ein Mist hier. Na, also es geht ja doch. So, komm. Nee, falsche Taste. Einmal ziehen und dann reißen wir die ganze Scheiße auf. Oh, tolle Idee. Toller Plan. Vielleicht hätten wir das besser durchdenken sollen. Eieiei, aber eine Punktlandung, ne? Wie groß muss der Zufall sein? Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Geht's? Ah, guck mal, wen haben wir denn da? Die sind fleißig am Craften. Hier ist Endstation, Metallkopf! Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde, Dr. Doom! Der ist ja schon ein bisschen krank, oder? Der Zwischenfall mit dem Tanker war nur ein kleiner Fehler. Sag mal, gibt's eigentlich ein Star Wars Lego Spiel? Hätte ich auch richtig Bock drauf. Entsorgt diese Superverlierer! Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, das ist wahrscheinlich dann eher für Wolverine gedacht. Jetzt reicht's, ihr Helden. Ich bin euer Verderben. Wer ist er? Gute Frage. Was machen wir jetzt mit dem? Ja, wir müssen irgendwie warten oder erstmal gucken, was wir hier so haben. Ja, das ist so ein Krallenschalter, ne? Ja.
So, was ist das hier? Das ist zum Speichern. Den wollte ich eben noch mal ganz kurz holen, den blauen, mit einem guten Multiplikator. Der Rest ist dann auch egal. So, wie geht's denn jetzt mal hier weiter? Können wir mit dem Ding hier mal vielleicht zuhauen? Nicht so, ja? Irgendwas muss hier doch gehen. Ja, Krallenschalter haben wir jetzt, können wir jetzt nicht. Das können wir dann erst im freien Spiel. Ja, ist eine gute Frage. So, gibt es hier irgendwas, was wir quasi aufladen können? Ach, guck mal, hier. Die werden rot. Aber das war's auch schon. Ich habe keinen Schimmer. Das war jetzt nicht so nett. Irgendwas. Irgendwas muss es doch geben, ha? Krallenschalter. Wir haben auch niemanden, der Krallenschalter verwenden kann, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, sie kann das ja auch nicht. Captain America kann es nicht. Spider-Man kann es nicht. Und das Ding. Der hat wahrscheinlich lange Fingernägel, aber keine Krallen. Was sollen wir denn hier machen? Ich meine, ich kann es ja mal ausprobieren. Aber das kann keiner. Nee, es geht halt nicht. Was haben wir hier? Vielleicht findet der ja irgendwas. Wieso steht der hier einfach nur so rum? Ist das richtig? Es bringt nichts, ha? Warum steht er hier nur so rum? Also, nicht, dass das hier verbuggt ist oder so. So, vielleicht so? Nö. Ich habe keinen Schimmer. Dahinter können wir auch nicht lang. Also wir müssen ja diesen grünen Typen irgendwie kaputt machen, aber wie? Wie soll das funktionieren? Außerdem steht er da ja nur so rum. Die leuchten ganz kurz rot, aber ich kann die auch nicht benutzen.
Leute, das muss ein Bug sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach, will ich aber auch nicht. Ich schau mir mal an, wie es andere gemacht haben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück. Und ja, wir müssen irgendwas mit dem Ding machen. Sowas habe ich gesehen. Aber... also wir müssen den mit dem Ding verprügeln. Aber die Frage ist nur, wie? Ich kann mir vorstellen, dass das verbuggt ist, dass er da jetzt in dieser Ecke steht, weil wir da auch nicht rankommen. Tja. Geht nix. Dann halt so. Interessiert den gar nicht. Guck mal, nicht mal das. Es gibt's echt nicht. Das ist ein Bug, dass der da drin steht. Irgendwie, keine Ahnung, aber das kann nicht richtig sein. Ja, ich sehe da keinen anderen Weg, als nochmal das Level zu machen. Bis hierhin. Und... tja, ich würde sagen... ich gehe dann einfach mal... ja, ich gehe dann einfach mal ins Hauptmenü und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, Leute. Und... ich habe, wie gesagt, ich muss mal eben kurz das notieren, bla bla bla. So, ich habe hier... musste zum Glück nicht nochmal neu spielen. Ich bin einfach kurz ins Hauptmenü gegangen, dass das Spiel beendet wird. Wir haben hier zum Glück den Checkpoint gespeichert. Und jetzt versuche ich es gleich noch einmal. Und dann hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ach, ich dachte gerade, ich spiele mit dem Ding. Ist ja auch dämlich. Zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, jetzt fehlen uns natürlich einige Stats, aber die holen wir später nochmal. So, den müssen wir nämlich verhauen mit dem Ding. So, und da habe ich irgendwie sowas gesehen, dass wir hier so eine Attacke machen müssen auf den Affen. Den müssen wir zu Boden werfen. Aber wie? Ah, so geht's. Jetzt ist der Knabe nämlich benommen. Und jetzt können wir dem einen auf die Nase geben. Ach, guck mal, so einfach ist es eigentlich. Nochmal? So, komm, reiß mir ihn den Kopf ab. Jawoll. Ah, ist nur der Helm. Ah, das ist jetzt was für Spidey. Das ist ja schon ein bisschen gemein. Alter. Weg ist er. Ja, dann komm her, du Affe. Und es ist noch nicht das letzte Level. Also es kommen noch ein paar. Und nu? Denk mal, als Captain America fühle ich mich hier am sichersten. Oh ja. Die wahre Macht und setzt sich dann an so eine... an so ein Teil ran, ey. So, tut's nicht weh?
Soll ich die Erde kaputt machen oder was? So, das fängt da an zu bröckeln. Da gibt es ganz viele grüne Dinger. Ich glaube, das müsste dann gleich mal kaputt gehen. Ja, erster Ring. Zweiter Ring. Und guten Flug. So, und dann hat er doch sein erstes Herz verloren. Mal gucken, wie er diesmal wieder davon kommt. Also wie oft wir den kaputt machen müssen. So wie Magneto, da mussten wir ja auch schon einige Male beigehen. Glaubt ihr, ihr könnt gewinnen? Macht sie Ach, der fertig, schon wieder. So, da ist er hingeflogen und dann versohlen wir ihn mal deinen Arsch. Na komm, von hinten. Jawohl, und jetzt reißen wir ihm wieder den Schädel ab. Ah, oder den Helm. So, Spidey, dein Job. Und jetzt fliegt er gleich wieder sonst wohin. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssten jetzt mit dem Captain America gleich wieder das gleiche machen wie eben. Dass der das alleine nochmal versucht, ne? Schon sehr bedenklich. So, dann bringen wir das Ganze mal wieder zum Explodieren. Oh Junge, geh weg. Willst du mich verarschen? So, ey, könnt ihr nicht woanders kämpfen? So, erster Ring. Ah, Junge, geht doch weg. So, zweiter Ring mal eben ganz schnell. Und Ring Nummer 3. Bitte noch einmal. Alter, wieso? Warum auch immer. Ich muss das nicht verstehen, ne? Eben hat es besser geklappt. So, dritter Ring, bitte. Und, ach, guck mal, da hinten war auch dieses andere Ding am Fliegen. Wie kann das sein? Niemand besiegt Doom! So, was kommt jetzt? Ach, wieder das Ding. So, apropos das Ding. Wo haben wir ihn? So, und dann bauen wir ihn wieder. Junge, mach hin. Dann halt... Ach komm, ey, erzähl doch nichts. So, komm ran. Der ist auch ein bisschen doof, wa? So, jetzt aber. So, dann wieder Spidey. So, und bin ich mal gespannt, was der Dr. Doom jetzt macht. Weil jetzt hat er keine Rakete mehr. Meine perfekten Maschinen! Ich zerstöre euch! So perfekt könnte er nicht gewesen sein, ne?
Ah, diesmal ohne. Und zack. Besiegt? Das ist unmöglich. Ich bin Dr. Doom. Sorry, Doc. Aber weißt du was? Jetzt geht's endlich rund. Ja, eine gute Rechte, ne? Apokalypse mit Aussicht. Ja, schön. Haben wir das Level auch abgeschlossen? Also, das waren jetzt noch nicht das letzte. Da werden auf jeden Fall noch welche kommen. Doombot V-Serie. Oder 5-Serie, wie auch immer. Gut. Ja, hat leider nicht ganz gereicht. Beim ersten Durchgang schon, jetzt leider nicht. Ist aber auch egal. Gut, und wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid hier bei Lego Marvel Super Heroes und Lehrer Let's Plays. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge und beim nächsten Level. Bis dann.